sollte Architekt werden. Warte mal, Ted ist doch Architekt, oder? Und in der Box findet man das Meisterschwert. Masterschwert natürlich. Das wird noch durch Verzauberung und so weiter wird das richtig awesome. Und dann darf da nur einer rein, das wird dann alles versperrt hier. Das ist Arvesome wird das dann. Arvesome. Die Summe von Arve. Arvesome. Arve Cäsar. Jonas? Hier bei der Arbeit. Arbeit, so nennt das also. Stop with you. Was ist? Ich wollte eigentlich nur mal fragen. Du kannst weggehen. Verschwinde. Nein, ich verschwinde nicht. Ich bin immer da. Ich bin mal da. Du bist immer da. Mhm. Ja. Immer direkt so. Olli? Ja. Welches lief etwa vor roundabout 3 Minuten bei dir? Na, Play. Was lief zuletzt vor Zelda? Einfach den Titel verfangen. Ich hab das auf random. Nochmal. Ja, Gott, dazu müssten wir dann auch sagen, für so welche Auskünfte brauchen wir immer ein Like. Genau. Mona Pizza Stream aus Mavaru, Maido in Mario. Don't jetzt hast me. Du gerade unsere Strategie zerstört, danke. Worum geht's eigentlich gerade? Aus dem Zuschauerraum wollten wir jetzt mal wissen. Ich glaube, da wird auf Japanisch gesungen. Japanisch. Das war irgendwie instrumental. Das kann glaube ich nicht sein. Okay, dann vielleicht. Ich habe eine Idee. Lass doch im Chor Scatman singen. I'm a Scatman! Beep, ja, ich weiß schon, worum es hier bei dir da geht. Ja, ich verstehe schon. Dieser Puh-Button, das geht jetzt gerade. Oder irgendwas von Deichkind. Leider geil. Nein, leider geil wird bei mir nicht mehr gesungen. Das ist so, ganz ehrlich, das Lied ist total klasse, auch von der Ansicht her. Aber alle, oder jede Sache, die existiert, leider geil. Als würde man was Neues geschaffen haben. So eine Scheiße. Unbelievable. Wir haben jetzt schon lange nichts mehr Sinnvolles gemacht. Kann das sein? Warum? Ich baue. Du solltest nur weggehen. Lass mich in Ruhe. Du baust? Oder bück dich hoch. Auch ein sehr schönes Lied irgendwo. Wir sind illegale Fans. Ja, das ist auch. Illegale. Wir sollten mal wieder was bauen. Was schlagt ihr vor? Nicht? Ja? Also ich gucke erstmal dem Büffel-O zu, wie er hier Redstone macht. Weg. Das machst du gut. Und jetzt TNT! TNT. Ja, ich meine nicht, ich weiß gar nicht, ob die so connected sind, aber ist egal. Wird schon irgendwie geklappt. Oh, ich bin blind. Ich finde gar nichts in der Liste. Das tut mir leid. Oh Gott. Also das Lied ist nicht auch nicht, sehe ich gerade im Chat. Dann nehmen wir mal noch eins zurück. Lief das? Was ist denn jetzt schon wieder im Chat, Mann? Ich kriege hier schon wieder gar nichts mit. Ja. Einfach mal den Fatzebook-Chat aufmachen, dann kriegst du das schon richtig gerallert. Ach da. Aber das sind doch alles gar keine richtigen Menschen. Das sind doch nur gezeichnete Leute. Das ist auch nicht. Du hast jetzt verletzt, Jonas. Also. Idee. Ding. Was denn? Die sind doch echt gezeichnet. Ding, ding, ding. Boah, Dreck kommt bei mir 50.000 Mal irgendwas in Facebook, wurde gerade angeschrieben. Das macht mich also, sehr Angst. Ich fürchte, das Lied werde ich wohl nicht mehr finden dann, was da lief. Welches immer es war. Hallo, wir lassen das jetzt einfach die Playlist durchlaufen und irgendwann wird es ja wiederkommen. Ich kann ja einfach mal hier. Oh, das wollte ich ja schon die ganze Zeit mal machen. Wir haben ja jetzt ja endlich mal ein Games Today Team. Den ich spontan nicht wiederfinde. Scheiße. Der hast du mir geschickt, Mann. Ja, ich bin mir auch sicher, ich habe ihn hier in die Liste getan. Da. Wollt ihr unseren neuen Track hören? Ja! Läuft schon! Als hätten die jene Wahl gehabt. Mach lauter! Mach lauter, okay. Oh
Komm mal von Start an, sonst. Was hilft dann, du verwendest komplett. Okay, dann mach ich's halt nochmal. So. Oh mein Gott. Ich glaube. Ja. Ich werde gerade zutiefst beleidigt. Warum? Das tut mir leid. Warte, das muss man kurz klären hier. Dessen können unsere Fans die neuen Tracks. Ja, das sind immer so welche Sachen. Wenn ich mit irgendwelchen Leuten spiele, ne, da kommen meistens sehr lustige Szenen bei raus, ne, die meistens total ungewollt sind, aber trotzdem manche Leute sehr verletzen. Mir macht es etwas einen Heidenspaß, aber manche Leute nehmen es echt so serious. Herr, glaube ich, weiß, wen ich meine. Und, ich weiß gar nicht, wen du meinst. Schreib mir seinen Namen, bitte. Im Gegensatz zu dir kenne ich nicht nur Kerle. Oder ihren Namen. Niemals. Ach komm, nur weil kommst du wieder mit deinem Stalker. Ich vergesse, du bist dafür schon 7 Jahre im Knast gewesen. Verdammt. Was gehört hier nicht her, Jonas? Goddamn! Leute, da ihr mal kurz reinhören konntet, wie unsere neue Titelmelodie ist, etc. Wie hat es euch gefallen? Gib mal ein kurzes Feedback. Das ist unsere neue, ich hab die gar nicht gehört. Ja, aber jetzt reden ja die kleinen Mädels hier und schlitten wie blöde. Ja, dann mach ich das Ding auch mal. Ich hab die jetzt recht laut gehabt. So. Kann man uns jetzt wieder hören? Ups. Und diese Lautstärkesteuerung ist noch ein bisschen suboptimal. Jetzt machen ja alle im Hintergrund den Stream auf. Höre ich das gerade richtig? Niemand. Also, für dieses wunderschöne Lied möchte ich einmal gerne den Megawolf 77, großartiger Cartoonist und Zeichner, danken. Auch sehr großartiger Musikkünstler, Mensch, Engelskirchen. Links dazu werdet ihr demnächst in den Beschreibungen unserer YouTube-Videos finden, wo ihr nämlich das komplette Album kostenlos herunterladen könnt. Das Ding ist nämlich for free. Ja, wow, Schleichwerbung gemacht, yes. Gut, dass die Musik, die ich mache mit den Kollegen, Geld kostet. Ja. Wir sind zu gut. Ja, ja, der Megawolf, der macht mehr Geld mit seinem Comic als mit der Musik. Gut, dass ich nämlich nur ein Strichmännchen zeichnen kann. Also, vielleicht ein paar Leute von euch kennen ja dieses Malen mit Freunden, was ja diese Firma ja verwendet, um Daten von anderen Leuten zu bekommen, und haben halt so kleine Spielchen darum gemacht. Und ich kann kein vernünftiges Männchen zeichnen. Also, da muss man immer so welche. Nicht? Ja, das sind immer so welche Wörter, die muss man dann zeichnen. Da muss dann der andere das dann erraten, ne? Ach ja, ja. Da war dann mal Pirat. Was ist, ich mach mal voll krüppelige Menschen und mach dann ein Rechteck über ihn drüber, was sein Hut eigentlich sein sollte, ne? Und mach dann noch ein kleines verkrüppeltes, was auch immer da rein, ne? Als Papagei? Und das hat derjenige nicht erraten. Und er hat mir dann reingeschrieben, das sah so aus wie eine Katze. Okay. Miau. Lost game. Leute, dann möchte ich mal spontan einen Spendenaufruf hier machen. Was? Genau, wir spenden in Buffalo's Talent. Ja, wir spenden Katzen zu zeichnen. Die Stiftung für die Unterstützung Buffalo's zum Zeichnen von Katzen. Hey, ihr kriegt das doch gerade auch mit. Ich werde ja ausgelacht, ja?
Nein, wir lachen mit dir. Ja. Genau, wir lachen mit dir. Wir unterstützen lachend dein Talent, weil wir es so klasse finden, dass du nur klatschen sollst. Oh, das ist nicht nett von dir, ne? Ich? Hey, denk dran, sechs Wochen. Ja? Mach nichts Falsches. Ich hab Heimvorteil. Verdammt. Hallo, du hättest nur Heimvorteil, wenn wir in ein Ghetto gehen würden. Ganz ehrlich. In the Ghetto. Oh. Wer ist Chris Meyer? Ich weiß nicht, es gibt da fuck? Hä? Oh Gott. So. Hallihallo. Hey Sabrina. Hey. Hey Sabel. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag einfach hey. Hey, ich bin Nils. Ach, Nils, okay. Wir haben gerade, du bist mitten in einen Livestream geplatzt. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag bei Games Today. Ja, ich weiß, ich hab ihn mir angeguckt. Ach, und deswegen wolltest du gleich mitmischen. Ja, warum nicht, ne? Ich will auch mal über Jonas tolles Talent über Katzen reden. Du machst nur dein Talent, spricht dich rum. Ich merke jetzt schon, das wird mir hinterherlaufen, ne? Baby's Dog. Das wird mich richtig verfolgen. Und wahrscheinlich dann beim nächsten Auftrag. Weil ich eine Katze. Oh mein Gott. Das ist ein Pirat. Ich stelle mir das gar nicht so vor. Okay, meint ihr bitte eine Katze? Hm, was soll ich mit einem Piraten? Ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich? Weißt du auch, wo du bist? Warte mal, Oh, du hast einen krüppeligen Namen, warte mal. Ich würde den gern ändern. In? Sabel. Natürlich habe ich es umgekehrt gemacht. Ich habe TP Dog Mode Monkey Quizfire. Was? Ganz ehrlich, ich habe mich doch, ich wollte teleportieren zu Quizfire. Und was ist? Stattdessen habe ich den Fehler gemacht und mich zu ihr hin teleportiert, statt umgekehrt, dass sie zu mir kommt. Man sagte Buffalo, warte, ich mach das. Und plötzlich erscheint er auch neben mir. Ihr seid Idioten. Wow. Komm vor. Welches fette Kid atmet wie als Mikro? Ah, komm, das sind Insiders. Hm? Das müssen wir jetzt nicht weiter... Nein, trotzdem. Das hat mich sehr verletzt. Ich hab mich doch entschuldigt, nur die Leute, damit Mann. Es wurde umsonst. Wir haben League of Legends gespielt und plötzlich hörte man die ganze Zeit, wie jemand ins Mikro gepustet hat. Und erstmal Jonas ohne Nachdenken einfach, welches fette Kind hat ins Mikrofon? Und sag erstmal, halt die verfickte Fresse, Jonas. Aber ganz random die. Also, das war total. Ich wollte einfach nur nochmal den Pair-Troll, ne, so richtig fest, so wie immer. Ne, und dann kommt dann sowas dann dabei raus. Ne? Der verletzt, ja. Ja, es ist. Aber dass du aber auch so nachtragend bist, ja. Meine Arschbacke ist zwar so groß wie ein Reifen, aber, ne? Trotzdem muss man nicht gleich so verletzend werden. Tja. Ach komm her, Umarmung sind umsonst. Komm, hack's einfach auf. Umsonst. Ja, immer diese nachtragenden Leute. Man entschuldigt sich 10.000 Mal und macht. Ich wollte nur eine Pizza und er hat mich auch fertig gemacht. Wie er mich mobbt, das ging gar nicht. Könntest du mir was mal eine Pizza mitbringen? Hey, er mich mobbt. Wenn einer sagt, hey, ich bin mal kurz weg, ne? Dann denkt man, ja, der läuft jetzt irgendwie weg, ne? Irgendwie kacken oder sowas, ne? Und ja, man hört dann nur noch im Hintergrund, hey, bringst du mir eine Pizza mit? Aber 1:1 bringt er mir eine Pizza mit. Das war legendär. Da war ich dann mit einem Kollegen noch in Skype drin und wir konnten nicht mehr. Ja, das habe ich gehört. Pizza? Eine Pizza! Ach, daran kannst du dich erinnern. Wenn Agnatas irgendeinen Sprachfehler macht, dann nicht mehr. Das ist Amnesiestaub. Jetzt noch Amnesiestaub. Hey, Amnesiestaub! So hardcore. Das ist toll. Das ist super. So gut. Was sind wir jetzt eigentlich wieder im Pornokeller alle? Hallo? Warum nicht? Hier. Ja, Sabbat's da. Ne? Hey, where's the Chuckle K? Schau ab. Ich hab einen Scheiße. Es gibt keinen Entkommen. Oh, ich muss. Na, jetzt Mann, wird sie ausgepeitscht. Nein! Aua! Ah! Nein! Aua, ein Blazers oder was? Hör auf! Nein! Blazers!
Tschüss.